Na, na, erzähl Omi, was passiert ist. Es geht um das Weihnachtsmusical. Grace darf den Engel spielen. Grace? Nun, ich wette, dass ihre Mutter... Nur gut, Mama. Wir haben Paige erklärt, dass das vielleicht passieren kann. Stattdessen wurde ihr die Rolle des Weihnachtssterns angeboten. Die ist aber gut informiert. Ich will nicht der Weihnachtsstern sein. Oh, das ist doch wunderbar, Liebes. Ich will nicht. Ich will nicht. Also, Paige, aufhören. Du kannst nicht immer alles das bekommen, was du willst. Der Stern hat die wichtigste Rolle. Er hat? Hä? Natürlich. Ohne den Weihnachtsstern gibt es kein Weihnachten. Ruf gleich Grace an und petz das. Ha, die wird sich ärgern. Und damit herzlich willkommen zurück zu Delicious Emily's Christmas Carol. Und heute müsste Heiligabend sein. Wow, cool. Ich bin aufgeregt, weil Weihnachten ist wirklich, ist eine der schönsten Zeiten im Jahr. Schade, dass bei uns kein Schnee liegt, aber was soll's. Haben wir den Schnee im Herzen? Oh mein Gott, das klingt so kalt und falsch. Der Delicious Schal. Müssen wir damit irgendwas machen? Wir nehmen ihn einfach mal verwenden. Nein, wir können ihn so nehmen. Okay. Wow, okay. Dann drücke ich mal auf Spielen. Neuer Tisch, neues Produkt. Nein, ich noch mehr. Verschütte niemals was? Oh mein Gott, wir können was verschütten? Oh je. So, und... Und schnell bezahlen lassen und Feuer nachkippen. Und was möchtest du? Sprich. Sprich geschwind. Auch eine heiße Schokolade. Das holen und das holen und geben und zack. Und nochmal eben nachkippen hier. So, zack. Und ihr wollt, oh mein Gott, ihr wollt das hier mit dem Gugelhupf, dieser blauen Kerze und dem Gummizeugs da drauf und eine Schokobrezel und hin. Und ihr wollt so ein Brot und zweimal das, okay? Einmal Feuer nachlegen und dann bringst du, nein, einen weg und schnell hinbringen, okay. Und du möchtest auch so ein Teil, das geht zum Glück schnell. Und eine Schokobrezel, nein, du sollst das Ding nehmen! Du sollst das Ding nehmen, schnell, bevor es verbrennt. Und bezahlen. Und du räumst auf und du holst eben schnell noch Schokolade und schnell noch nachkippen. Oh mein Gott. Schnell und bezahlen. Und bezahlen und bezahlen. Und du räumst auf und du möchtest das hier und das und das und das und das. Und ich flippe gleich aus hier. Feuer nachlegen, besser ist. Und bezahlen. Okay, was wollt ihr? Entscheidet euch schneller, da kommt schon wieder die nächste. Ihr wollt eine Schokobrezel und das hier. Unterwegs mal im Feuer nachkippen und hin. So. Und du möchtest was? Was möchtest du? Sprich, eine Schokobrezel und einmal so ein Teil hier. Fertig? Ja, fertig. So, zack. Und bezahlen. Okay, kriegen wir hin. Und schnell nachschmeißen. Aufräumen. Du willst die Schokolade, okay. Und zack. Und kannst du haben und bezahlen. Einmal so ein Schal und einmal so ein Brot. Und nachschmeißen. Und hinbringen. Und bezahlen lassen. Okay, sehr schön. Das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. So, was wollt ihr? Du auch so ein Brot. So, komm. Verbrannt. Scheiße. Nein. 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 Okay, hinbringen. Okay, und nochmal nachschmeißen. Und ihr wollt eine Schokobrezel und das und das und das und das und das. Und hinbringen. Und eine Schokolade. Oh mein Gott. Und hinbringen.
und einmal nachschmeißen. Bezahlen und du willst einen Schal und das und das und das und das. Und bezahlen. Okay. Aufräumen. Und Feuer nachschmeißen. Ist mir egal. Und aufräumen. Und bezahlen und bezahlen. Was ist denn das hier? Erbsensuppe oder was? Okay, wir haben es hingekriegt. Ach, wir hätten die auch verschütten können. Wie das? Trotzdem nicht perfekt dieses Mal. Ist das irgendwie der Onkel oder sowas? François? Der schwule Onkel oder sowas? Weiß ich auch nicht. Wow, was muss der Weihnachtsstern denn sonst noch tun? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sie singt das Lied Funkel, Funkel, kleiner Stern. Oh, wow. Aber mein Engelkleid hat den Weihnachtsmann-Zauber. Hey, Paige, wenn das Musical Der Weihnachtsmann vermisst unseren Weihnachtsstern heißt, kommst du mir dann sagen, wo sie ist? Also Françoise, dann musst du schon zu den Proben kommen, um das herauszufinden. Oh, darauf kannst du wetten. Wer ist denn Françoise? Ist das Onkel oder Bruder oder... Hallo, ich weiß, wo unser Stern ist. Hier ist sie. Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber egal. Wow, anstrengend. Wir haben die Maus. Die Maus war da? Schneetische. Räume den Schnee von den Tischen, denn sonst kann dort niemand sitzen. Oh, 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 oh. Wir machen es trotzdem. Vögel finden sich in diesem Bereich ein, wodurch die Tresenkunden geduldiger werden. Oh, schön. Das kaufe ich mir sofort. Geduldige Tresenkunden. Hervorragend. Und ich glaube, ich kaufe jetzt die einfach mal. Wer weiß, wozu die nützlich sein können. Wir machen es. So, jetzt spielen wir erstmal das Kapitel Malzkakao. Schnell vorbereitet. Okay, machen wir einfach mal. Räume den Schnee von den Tischen, denn sonst kann dort niemand sitzen. Okay. Achso, die will das Brot haben. Und dann das und... das. Ich gucke jetzt gerade, wo sich hier Schnee ansammelt. Und schnell hingehen. Aber sammelt sich doch kein Schnee, oder? Sich das falsch. Nein! Nachschmeißen! Zack. Zack. Und dann kommen nur diese Gummibonbons drauf. Und hingeben. Und einmal das. Und einmal das. Das. Und auch solche Bonbons drauf. Und hin. Und bezahlen lassen. Okay. Wo ist denn Schnee? Nein! Einmal das Feuerbrot, Stockbrot, was auch immer. Eine Schokobrezel und hinbringen. Und... ach, jetzt muss ich den Tisch selber aufräumen! Wie doof ist das denn? Wo ist Patrick? Nein, Schnee wegräumen! Wir haben doch gerade erst... okay, geht nicht. Ich... und das und das. Oh verdammt, die ist schon ungeduldig. Und zack und zack und zack und zack und zack. Und Schnee wegräumen. Räum sofort den Schnee weg. Und bezahlen lassen. Und nachkippen. Und die konnte sich da nicht hinsetzen. Verdammt. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Räum den scheiß Schnee weg. Oh, das sind vier. Das ist viel zu viel. Gut. Okay. Und bezahlen und nachkippen. Und die wollen, ach du grüne Meine. Oh mein Gott. Das und das und das. Und das und das und das und das. Und das und das. Und hinbringen. Und die möchte einen Schal und eine Suppe. Und hinbringen. Und bezahlen lassen und nachkippen. Und Schnee wegräumen, Schnee wegräumen, Schnee wegräumen. Wo ist denn die Schokolade? Können wir keine Schokolade... ah, die hätte ich gekauft, ne? Nein, ich habe die Schokolade nicht gekauft. So, und das und hinbringen. Und die will das und das und das und das und bezahlen. Und Schnee wegräumen! Schnee wegräumen!
Und das, nee, weil, nee, das geht nicht. Zerbricht das, das. Zack, 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 zack. Und bezahlen. Was? 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 Du kannst einen Gegenstand, den du auf deinem Tablett nicht brauchst, anklicken, um ihn zu verändern. Ja, habe ich schon verstanden. Ach so. Räum weg! Oh mein Gott, das wird nichts mit den Punkten. Das, das und hinbringen. Schnell, schnell, schnell. Und die hat sich noch nicht entschieden. Und das heißt so. Bezahlen und was willst du? Sprich. Sprich. Was willst du? So ein Brot. Okay, und eine Brezel und zack und zack. Und aufräumen. Oh mein Gott. Ach, Suppe haben wir dann. Ah, nur eine bestimmte Anzahl. Okay, und bezahlen. Wow. Okay, wir haben es tatsächlich noch hingekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Aber das war ja auch nur so ein Zwischenkapitel. Das vergesse ich immer wieder. Was für ein Stress. Können wir uns gar nicht leisten. Also spielen wir einfach weiter. Oh, Waffeln. Oh, lecker Waffeln. Oh, habe ich jetzt gestern auch gerade gemacht. Oh. Weiß Paige denn, was sie tun muss? Paige? Natürlich. Zeigen wir Oma einmal, was du machen musst. Bist du sicher, dass du das tun möchtest, Paige? Mama! Ja! Gott sei Dank, dass sie sich nicht von der Oma beeinflussen, was das anbelangt. Die muss an sich selber glauben. Paige, Liebes, denk daran, dass du deine Ohren vor den Stern schiebst, damit er nicht über dein Gesicht rutscht. Süß. Ich sehe aber blöd aus, wenn meine Ohren vor meinem Stern sind. Das stimmt doch gar nicht, Schatz. Sie sind wunderschön, genau wie die von Mama. Wir haben ja noch Zeit, um das zu üben. Es wird ganz wunderbar. Okay, wir haben jetzt auch noch Waffeln. Ach du grüne Neune. Danach muss ich auch mal den Miracle Express fahren, glaube ich. Neues Produkt, neues Produkt. Hilft Paige mit ihrem Kostüm auch noch, okay. Okay, entscheiden. Achso, zweimal Brezel. Und das, und das. Paige, was möchtest du? Okay. Was? Nachschmeißen, das kriegen wir hin. Jetzt haben wir auch Patrick, der uns über den Tisch aufräumt. Das ist gut. Nun sag doch was, Kind. Waffeln mit Schokosoße. Und eine Schokobrezel. Oh, lecker. Will ich auch. Sofort. Aufräumen. Oh, nein, Paige helfen. Schnell, 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 schnell. Schnell Paige helfen. So, nachkippen. Oh gut, können wir gleich machen. Und eine Schokobrezel. Und hinbringen. Und sie möchte das, 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 das. Das, das, das. Und Paige helfen. Paige helfen. Schnell, Paige helfen. Und bezahlen. Und die wollen eine Suppe und einmal dieses Zeug hier. Okay, und nachschmeißen. Und der möchte eine Schokowaffel. Du räumst auf. Und einen Gugelhupf mit Gummibonbons drauf. Paige helfen. Paige helfen. Du musst unserem Kind helfen. So, jetzt kannst du abkassieren. Hallo, abkassieren, Mädchen. Danke. Abkassieren. Sehr schön. Haben wir es. Aufräumen. Aufräumen. Nein, Feuer schmeißen. Feuer nachschmeißen. Einmal dit. Einmal das Brot. Das ist auch so heikel. Und einmal das hier. Und einmal das und das und das und das. Und das und Feuer nachschmeißen. Und abkassieren. Oh, das sieht dieses Mal auch wieder nicht so besonders gut aus.
Jetzt sitzt der Vogel auf dem Scheit. Den verbrenne ich doch, wenn ich das jetzt überhaupt reinschmeiße. Und Suppe. Nicht, dass ich noch nachkochen muss, ne? Die nächste Herausforderung. Kochsuppe nach. Aufräumen, Schokobrezel und Brot. Und schnell. Und bezahlen und bezahlen. Oh. Wir wollen einen Gurgelhupf mit Gummidingern und nachschmeißen. Was möchtest du? Du möchtest ein Brot und eine Suppe. Das passt gut zusammen. Röstbrot mit der Suppe hier. Eine hervorragende Wahl. Sieht aus wie eine Frau, aber es muss ein Mann sein mit dem Bart, oder? Oh je, einmal das, das. Einmal das, das, das. Und hinbringen. Was ist das? Ach, Suppe nachmachen. Alles klar. Aufräumen. Schokobrezel. Waffeln mit Schokosoße. Oh, Waffeln mit Schokosoße. Abkassieren und hinbringen. Und nochmal eine Suppe nachmachen, vorsichtshalber. Und abkassieren. Und Feuer nachschmeißen. Und eine Weihnachtsmütze und so ein Brot. Zack. Und abkassieren. Und eine Schokobrezel und eine Suppe. Und sauber machen. Und abkassieren. Wow. Können wir noch eine Suppe nachmachen? Sehr schön. Und nochmal. Oh, geschafft. Sogar war die Maus diesmal echt schon wieder da? Verdammt, ich habe die nicht gesehen. Ich habe die nicht gesehen. Sorge um ihre Ohren. Moment mal. Wie lautet der Name von dem Musical noch weiter? Noch wieder? Ich dachte, dass du das weißt. Es heißt, der Weihnachtsmann vermisst unseren Weihnachtsstern. Es tut mir leid, aber ich fühle mich nicht so gut. Hä? Was ist los, Evelyn? Ich weiß nicht so recht. Das ist Paige, mein kleiner Engel. Nein, das ist ein Weihnachtsstern, verdammt nochmal. Psst, 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 psst. Oh, Entschuldigung. Jetzt Dancer, jetzt Prancer. Los geht's. Hast du den Weihnachtsball schon gesehen? Muh! Liebes, funkel, funkel. Aber ich stelle Leute nicht auf. Oh nein, Paige. Da sitzen auch nur 5 Leute im Publikum. Oh, Gott, ich kann gar nicht weitermachen. Oh Mann.
Okay. Ah, komm, wir holen uns jetzt die Schokolade. Oh, entschuldigt. Ich werde niemals mehr zur Schule gehen. Niemals! Hey, siehst du, was ich sehe? Ja, sieht eher aus wie eine Sternstuppe, die vom Himmel fällt. Oh Mann. Haha! Wusch! Haha! Haha! Nimm dies und das! Au! Jetzt habe ich Eis in meiner Nase! Wenigstens ist dem Kind nichts passiert, Mensch. Paige, Liebes, erinnere dich, was Mama und Papa gesagt haben. Es ist ganz normal, Fehler zu machen. Darum geht es ja auch in den Proben. Ach, das waren die Proben, auch Gott sei Dank. Ich brauche den Weihnachtsmann, damit er meinen Stern verzaubert. Aha. Nun mach dir darum keine Sorgen, Paige. Wir werden den Weihnachtsmann schon bald sehen. Warum hilfst du Papa nicht beim Schneemann bauen? Meine Hände sind ganz eisig, Papa. Oh, die ist aber nölig. Oh nein. Echt? Schokoladenbrot und da unten ist eine Nuss. Oh mein Gott, jetzt wird noch komplizierter. Das ist die Strafe dafür, dass ich echt so lachen musste. Okay, machen wir natürlich. Na gut. Ach, wir haben jetzt sogar zwei Spieße. Okay. Neuer Tisch, neues Produkt. Baue mit Paige einen Schneemann, das auch noch. So, du entscheidest dich jetzt sofort. Eine Schokowaffel. Muss Paige den Schneemann bauen? Ich muss mit Paige. Warum? Der Papa ist doch da. Der kann doch mit ihr den Schneemann bauen. Also wirklich. Das muss ich auch noch machen. Ich muss die Schwerstarbeit machen. Abkassieren und Feuer nachlegen. So, was wollt ihr, Pfadfinderin? Ihr wollt eine Suppe. Das hier. Das und das. Und eine Schokowaffel. Und mal eben bringen und mit Paige mal eben ganz schnell den Schneemann bauen. Bau mit Paige den Schneemann! So. Achso, das muss ich nur. Ich muss nur antippen. Okay. Schokowaffel. Feuer nachlegen. Und abkassieren. Und du willst eine Marone. Okay. Und einen Schal. Und ab. Oh, und mit Paige den Schneemann bauen. Jetzt muss ich das machen. Nein! Oh, warum muss das sein? Nichts. Doppelbelastung hier. Ach, Mehrfachbelastung. Was weiß ich. Nachschmeißen. Das und das und das. Ach so. Nein. Abkassieren. Und mit Paige Schneemann bauen. Okay. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal hinbringen. Und Feuer nachschmeißen. Mit Paige Schneemann bauen. Und, baue mit Paige ein... Achso, das haben wir jetzt gemacht. Okay, gut. Fertig. Und Marone. Schnell, schnell, bevor sie verbrennt. Das, das, das. Und abgeben. Und sauber machen. Und abkassieren. Abkassieren! Zack. Und das, 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 das. Und abkassieren. Und einmal nachschmeißen. Sauber machen. Was? Kann der nicht mal irgendwie die Tische sauber machen? Verdammt nochmal. Jetzt einmal das hier. Oh, ist das aber mit Schokolade? Wow. Ich auch. Sofort. Und abkassieren. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Einmal so ein Schokobrot, eine Marone. Einmal, zweimal. Hinbringen. Und du möchtest das, 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 das. Und eine Weihnachtsmütze. Und abkassieren. So. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. Einmal nachlegen. Einmal Suppe. Dann das, 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 das. Und hinbringen. Und abkassieren. Puh. Was willst du, Kind? Entscheide dich. Sag's mir. Das und eine Schokowaffel. Oh mein Gott. Ich hätte was essen sollen. Kannst du bitte dem Mädchen die Schokowaffeln geben und abkassieren? Abkassieren, danke. So, was wollt ihr? Ach du Schande. Einmal nur mit dem, dann das, 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 das.
Und dann das, 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 das. Okay. Du willst eine Suppe und das und das. Was? Hä? Ach so, hab ich zu viel. Und abkassieren. Einmal nachschmeißen und Suppe nachlegen. Suppe nachlegen, Suppe nachlegen. Und ein Gugelhupfen mit Fruchtgummis und das und das. Und abkassieren. Und nochmal eine Suppe nachlegen. Und einmal ein Schokobrot und da warten wir aber eben, sonst verbrennt mir das nicht hier. Komm schon. Und einmal eine Schokowaffel. Oh, Schokowaffel, Mann. Und abkassieren. Einmal Feuer nachlegen und aufräumen. Und Nervenzusammenbruch. Hauptsache, der Alte ist am Bein, am Schneemann gegangen, ne? Und die Maus habe ich wieder nicht. Was für ein Stress. Warum bist du mitten in der Kostümprobe weggelaufen, Mama? Ich musste nur einmal kurz frische Luft schnappen. Willst du denn gar nicht wissen, wie sie sich angestellt hat? Na, sie war zickig und ist runtergefallen. Wie ist es gelaufen? Mama? Tut mir leid. Ach, diese Familie. Also, du hattest einen langen Tag und du musst jetzt schlafen. Aber morgen müssen wir über die Vorschule reden. Ich werde nicht zur Schule gehen, nicht bis ich den Weihnachtsmann wiedersehe. Sie ist wirklich sehr aufgebracht. Keine Sorge, ich werde mir etwas überlegen. Und Mama verhält sich auch ganz sonderbar. Wem sagst du das? Ich meine, vielleicht hat sie Hitzewallungen? Der legt sich aber ganz schön in die Nessel nochmal, ne? Hey, denkst du nicht, dass sie das schon hinter sich hat? Okay. Gut, und damit hätten wir auch das jetzt hinter uns. Dann ist es aber jetzt genau das Richtige, um diese Folge hier zu beenden. Dann müsste heute der 24. sein. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir es gedacht habe. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Heiligabend. Ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten, habt nicht zu viel Stress und genießt einfach die Weihnachtszeit. Und ich sage bis hierhin vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch, Lissi.